Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog von mir. Ich bin gerade auf dem Weg zum Frauenarzt. Wie ihr schon im Titel lesen könnt, ist heute das Ersttrimester-Screening und ich habe euch ja bei Lia damals auch mitgenommen und dachte, ich drehe heute auch mal wieder so einen kleinen Vlog. Jetzt sind wir auch schon fast da. Ich bin heute etwas früher losgefahren, damit ich mal ein bisschen früher da bin und nicht immer punktgenau. Und habe meinen Bruder auch noch zur Schule gefahren. Da fahren im Moment nämlich kaum Busse. Und genau, deswegen habe ich ihn direkt mitgenommen, wenn ich sowieso dort vorbeifahre. Stehe hier gerade in einer ganz bekannten Kreuzung, wo man nie durchkommt. Aber genau, ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß bei dem Video, beziehungsweise bei dem Vlog. Ich werde auch ein bisschen was filmen können, denke ich, denn das durften wir beim letzten Mal auch. Und im Moment ist meine Frau jetzt ein sehr cooles Land, weil sie möchte, dass der Papa auch was mitbekommt. Und dementsprechend... Genau, wird sie bestimmt erlauben, dass ich immer das eine oder andere filme vom Bildschirm, weil das erste Film ist das Screening ist einfach so schön. Oh. So, und jetzt können wir endlich. So, übrigens, ich weiß nicht, ob ihr es sehen oder hören könnt, ich habe ein neues Auto und zwar einen Leihwagen, weil mein Auto ist in der Werkstatt. Der hat einen Schaden an der Windschutzscheibe. Ich habe einen Steinschlag gehabt und der Steinschlag ist gerissen direkt. Also Steinschlag und 10 Meter weiter ist der gerissen. Das heißt, ich habe eine neue Scheibe bekommen und die habe ich bei Audi direkt einbauen lassen. Und jetzt ist an der rechten Seite ist es immer reingeregnet, weil die Dichtung da rauskam. So ein schwarzes Zeug, so ein bisschen silikonähnlich war das. Das ist aufgequollen und kam dann an der Seite raus und dementsprechend war das Auto sozusagen da offen. Das heißt, auch während der Fahrt hat es immer so gezischt und so. Also ja, jetzt habe ich ihn auf jeden Fall zu Audi gebracht, weil als ich angerufen habe, meinte Audi, sie müssen sofort vorbeikommen, sie dürfen mit dem Auto nicht mehr fahren, weil die Scheibe rausfallen kann und sowas. Genau, dementsprechend ja, ist mein Auto in der Werkstatt und ich habe jetzt hier einen Leihwagen für 1 bis 2 Wochen, weil das wohl sehr, sehr lange dauert. Jetzt wegen Corona sind die auch ein bisschen ausgelassen. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Aber das ist ja auch nicht schlimm. Der Leihwagen ist ganz schön, ist ein bisschen kleiner als meiner, aber das passt ganz gut. Fährt sich super und hauptsächlich komme von A nach B erstmal. Genau, das wollte ich euch nur erzählen, falls euch das irgendwie auffällt. Nicht, dass ihr denkt, ich habe ein neues Auto gekauft. Ja, jetzt bin ich wie gesagt gleich da. Werde dann schnell reinhuschen, vorher noch ein Parkticket holen. Und dann, erstmal auf Toilette Blut abnehmen, glaube ich, müssen wir heute auch fürs Ersttrimester-Screening. Ich weiß es gar nicht mehr so genau, wie das bei Lia war, aber wir schauen einfach mal, genau, und dann mal schauen, wie es dem Baby geht. Bin total aufgeregt und freue mich einfach riesig und, irgendwie habe ich immer das Gefühl, ich bin nicht schwanger, noch, und dementsprechend ist es ganz schön, heute nochmal so eine Bestätigung zu bekommen. Los geht's, Lia, zeig mal dein Auto. Volle Tasse hier, aber jetzt geht's endlich los. So, meine Lieben, ich bin wieder zu Hause, wie ihr seht. Und natürlich wollte ich euch noch kurz berichten, wie denn das Ersttrimester-Screening war. Tatsächlich, ich bin einfach wie letztes Mal bei meiner Tochter total begeistert. Sie hat sich super viel Zeit genommen, sodass ich immer auf die Uhr gucken musste und dachte, oh, mein Parkticket ist gleich abgelaufen. weil sie über eine Stunde gescheitert. Es ist einfach so krass, wie viel Zeit sich meine Ärztin dafür jedes Mal nimmt. Und das war auch so, so ein Wunder. Also ich fand es so bewundernswert, dass sie sich so krass an mich erinnern konnte. Es ist nämlich eine andere Ärztin als meine normale Frauenärztin, die immer das erste Trimester-Screening macht. Und die hatte ich, wie gesagt, bei meiner Tochter auch schon. Und es ist einfach so krass. Sie hat... dann direkt mit meiner Tochter gequatscht und hat gesagt, wow, jetzt habe ich dich so lange im Ultraschall gesehen und jetzt sehe ich dich hier mal das erste Mal in live und
ja, die ganze Zeit geschwärmt, wie süß sie doch ist. Und sie konnte sich einfach genau an mich erinnern. Sie hat zwar gesagt, sie hat vorher in meine Akte geschaut, aber sie wusste einfach so viel, was ich ihr erzählt habe, was eben nicht in der Akte steht. Und das finde ich einfach so krass nach jetzt fast 2 Jahren, über 2 Jahre. Ja, das ist wirklich schön gewesen und wir haben super viel gequatscht und wir haben auch ganz viel Privates gequatscht und das war wirklich ein sehr, sehr schöner Termin. Angefangen hat es, ja, ich bin in die Praxis gekommen, musste auch nicht warten im Wartezimmer, sondern bin direkt hinten zur Ärztin gegangen. Da stehen immer noch so 2 Stühle und dann muss man halt noch kurz warten. Die Zeit habe ich genutzt, um zwischen rumlaufender Tochter und Papierkram ein bisschen was zu unterschreiben wegen diesem Ersttrimester-Screening. Da musste ich sowas ausfüllen und was passiert, wenn was ist und ja, all sowas. Und ich musste die ganze Zeit unterbrechen, weil die Kleine immer abgehauen ist und immer wieder nach vorne gerannt ist. Aber wir haben es dann noch geschafft. Und dann kam auch direkt, als ich noch schnell meinen Unterschrift untergesetzt habe, kam dann auch direkt die Ärztin und hat mich reingeholt. Und dann haben wir erstmal ganz, ganz viel gequatscht über das Ersttrimester-Screening an sich. Was ist das? Was macht das? Was kann da rauskommen? Was passiert, wenn da was rauskommt? Und all sowas. Das heißt, Fruchtwasserpunktion und dieser Harmonietest hat sie mir alles erklärt. Und wir haben uns aber dann einfach für erstmal das Ersttrimester-Screening entschieden. Das heißt, keine Fruchtwasseruntersuchung oder der Harmonietest. Das haben wir einfach, habe ich einfach gesagt, ich möchte jetzt erstmal das Ersttrimester-Screening machen und dann, wenn dabei was rauskommt, kann man immer noch weiterschauen. So. Dann, ja, das hat bestimmt 20 Minuten gedauert und dann sind wir rübergegangen in den Extraraum und da hat sie dann auch das große, besondere Ultraschallgerät. Ja, das ist einfach so krass, weil es ist ein Riesending und es ist einfach so schön, weil man einfach so viel sehen kann. Und ja, dann ging es los. Ich lag auf der Liege und oben links ist immer ein Bildschirm, wo ich dann auch alles ganz genau sehen kann. Und sie sitzt eben rechts neben mir mit dem Gerät. Und Lia saß dann auch noch links neben mir auf der Liege und hat so ein bisschen gemalt und ein bisschen gespielt. Und ja, dann haben wir geschallt ganz viel. Und sie hat natürlich erstmal alles ganz genau untersucht, angefangen mit dem Herz natürlich. Und dann hat sie natürlich auch die Nackenfalte gemessen. Die war bei 1,2, wenn ich mich nicht irre. Ich habe nachgeschaut, bei Lia war sie 1,8. Genau, also sah alles top aus, hat sie gesagt. Und auch das Nasenbein sah gut aus. Das wird ja auch nochmal geschaut, weil das könnte auch vergrößert oder eben verkleinert sein, beziehungsweise gar nicht vorhanden. Und genau, das sah aber auch top aus, war vorhanden und ja, alles in Ordnung, hat sie gesagt. Dann hat sie sich natürlich jedes Organ einzeln angeschaut. Und das Kind war ja sehr aktiv, also es hat super viel rumgeturnt. Ich blende euch da auch mal ein Video ein. Und dann ja, kamen wir nachher zur Niere. Sie wollte unbedingt die Niere nochmal von hinten sehen. Das heißt, das Kind hätte sich einmal so auf die Seite drehen müssen, damit man es von hinten so den Rücken sehen hätte können. Ja, das Kind fand es aber nicht so cool. Und ich musste dann immer so, also vom Liegen, so ein bisschen mit dem Popo hoch und dann immer so den Popo schütteln, damit das Kind sich vielleicht ein bisschen dreht. Es hat sich aber allerdings immer in die falsche Richtung gedreht, das heißt immer mit dem Bauch zu uns. Ja, wir haben es dann mehrfach versucht, dass ich auch mal aufstehe, ein bisschen rumgelaufen bin, hat alles nichts gebracht. Das Kind hat am Ende sogar dann geschlafen. Und ja, war dann fertig einfach. Und sie hat dann gesagt, ja, es ist in Ordnung. Sie hat die Niere ja von der Seite gesehen. Aber sie hätte gerne von der, ich weiß gar nicht, ich glaube, linke Niere, gerne nochmal die Durchblutung gesehen. Hat sie leider nicht gesehen, sie hat es nur bei der rechten Niere gesehen. Aber die Niere ist da, die Niere ist nicht zu groß, sie ist nicht zu klein. Ja, also alles in Ordnung. Aber sie hätte, wie gesagt, gerne nochmal die Durchblutung gesehen. Durchblutung allgemein hat sie sehr, sehr viel geschaut. Meine Durchblutung, die Blutung vom Baby natürlich, von der Nabelschnur. Also da hat sie wirklich sehr, sehr viel geschaut. Da war ich sehr überrascht. Das hatten wir, glaube ich, bei Lia tatsächlich nicht so extrem. Aber sie hat wirklich sehr, sehr stark nach der Durchblutung geschaut. Aber auch immer wieder gesagt, ist alles perfekt. Auch bei mir, mein Herzschlag und mein Puls hat sie auch dann nochmal gemessen. Das finde ich immer so krass, ich liege da und sie, ja,
sieht es einfach im Ultraschall, wie mein Herz gerade pocht. Das finde ich einfach, ja, es ist einfach ein Wunder. Genau, aber das war, ich war auch sehr entspannt da und sie hat auch gesagt, das sieht alles gut aus. Dann haben wir gesehen, ich habe eine Vorderwandplazenta, was jetzt so an sich ja überhaupt nicht schlimm ist. Aber sie hat gesagt, natürlich mit den Kindsbewegungen, das wird dann na, ein bisschen später wahrscheinlich sein. Das hat mich jetzt wirklich sehr geärgert, weil ich finde, die Kindsbewegungen sind halt ja was so Besonderes. Und ich habe Lia ja schon bei 14 plus 2 gespürt. Und ja, jetzt ist, ja, habe ich da einfach ein bisschen Angst, dass ich da sehr, sehr wenig bzw. gar nichts spüre. Aber wir sind mal gespannt, wie das wird. Wir bleiben da dann, ja, zuversichtlich, dass man dann doch... Irgendwann wird man ja was spüren. Irgendwann ist das Kind stark genug, um auch durch die Plazenta durchzuboxen. Aber ja, wir schauen mal. So, jetzt natürlich so ein bisschen zu den Fakten. Das Kind ist 4,8 cm groß gewesen. Genau, also schon fast 5 cm, hat sie gesagt. Alles, dem Tag genau abgemessen. Also, wenn der Frauenarzt das ja misst, dann rechnet das Gerät immer direkt aus, welche Woche das sein müsste. Und es war auch 11 plus 5. Das heißt, alles richtig. Aber als wir den Kopf und den Bauch ausgemessen haben, vom Umfang her, waren wir schon in der 14. Woche laut Rechnung. Also das Kind ist wohl ein bisschen dicker, als die Woche es zulässt sozusagen. Also als die Woche entspricht. Hat sie jetzt aber auch nichts zu gesagt, also ist alles in Ordnung. Ich habe das nur gesehen, dass das Gerät eben schon 12 plus 6 dann angezeigt hat, als sie den Bauch und den Kopf gemessen hat. Sonst an sich, wie gesagt, sieht alles gut aus. Es sieht alles aus wie bei Lia damals, das ist total verrückt. Nur, dass man jetzt schon so ein bisschen so ein anderes Gesicht erkennt. Also ich finde, die Nase sieht aus wie bei Lia, aber der Rest ist irgendwie, ja, ein bisschen anders. Das kann sich natürlich noch entwickeln und jetzt ist es natürlich auch... Ja, ein bisschen Rumspielerei, da die Ultraschallbilder schon zu vergleichen. Aber ich finde, ja, das ist einfach, ja, es sah sehr ähnlich aus wie Lia. Ja, gegen Ende habe ich ja noch ein Stückchen was abgefilmt. Das habe ich euch ja schon eingeblendet. Das habe ich extra gefilmt für euch natürlich und auch für Felix, damit er, ja, dann auch was davon hat, weil er durfte ja leider nicht mitkommen. Beim nächsten Termin sind wir schon aus dem Lockdown raus. So wie es jetzt heißt, kann sich natürlich noch ändern. Und da denke ich dann, dass er vielleicht mitkommen darf. Aber wir schauen mal, wie gesagt, wie sich das alles entwickelt. Und ja, dann gegen Ende, also ganz zum Schluss, habe ich sie auch noch gefragt, ob sie denn schon ein Geschlecht sehen kann. Und bei Lia damals war es so, dass sie uns ja, zu 90% ein Mädchen gesagt hat. Also sie hat... uns da bei 13 plus 0 waren wir damals, hat sie uns dann gesagt, es wird ein Mädchen. Und jetzt hat sie gesagt, sie möchte sich nicht festlegen, wären wir in der 13. Woche, hätte sie was gesagt. Und dann hat sie aber doch nochmal überlegt und hat nochmal geschaut und meinte, ich würde es Ihnen gern sagen, aber ich möchte nicht. Weil sie sich einfach zu unsicher ist. Also sie sieht etwas, aber sie möchte sich nicht festlegen. Das hat nichts damit zu tun, dass sie es mir nicht sagen möchte, sondern einfach nur, ja, dass sie es eben noch nicht genau sehen kann als Ärztin und sie ist sich einfach noch zu unsicher und möchte da eben keine falschen Hoffnungen machen. So. Und ich tatsächlich habe ein Geschlecht gesehen, aber bin mir selber auch nicht sicher. Das ist alles nur Spekulation. Das Kind ist, wie gesagt, 4,8 cm groß. Es ist einfach sehr, sehr schwer, da was zu erkennen. Aber wir warten einfach ab. Ich hätte mich natürlich gefreut, hätten wir eine kleine Tendenz bekommen. Aber es ist einfach unglaublich früh. Bei Lia waren wir jetzt fast 2 Wochen weiter. Und 11 plus 5, das Ersttrimester-Screening zu machen, ist allgemein schon sehr früh. Und dementsprechend hat sie gesagt, möchte sie ihrer Kollegin sagen, dass wir auch bei den nächsten Ultraschallen gerne nochmal ein bisschen intensiver schauen, weil sich einfach noch alles entwickeln kann. So,
So an sich sieht das Kind aber perfekt aus. Also sie hat nichts zu beanstanden. Das Herz öffnet sich gut. Also die Klappen haben richtig schön gearbeitet. Wie gesagt, die Durchblutung ist super. Das Kind ist sehr aktiv. Auch sonst sieht alles gut aus. Gehirn, alles ja, einwandfrei. Also sie hat gesagt, von dem Kind aus gibt es keine Anzeichen für eine Trisomie-Erkrankung. Weder Down-Syndrom noch Trisomie 18 oder 13. Trisomie 21 ist schwer zu erkennen im Ultraschall. Allerdings würde sie es auch ausschließen durch den Nacken und durch die Nase. Aber der Rest sagt das Blutergebnis. Sie möchte mich jetzt die Woche anrufen und dann würde sie genaueres sagen, was eben die Blutergebnisse sagen. So, bei so einem Erst-Screening wird eben geschaut, nicht ob das Kind krank ist oder nicht, sondern im Endeffekt wird einfach nur eine Tendenz ausgesprochen. Das heißt, zu wie viel Prozent könnte das Kind krank sein? Da wird das Alter der Mutter, der Gesundheitszustand der Mutter, die Lebensweise der Mutter, zum Beispiel ob man raucht oder ob man nicht raucht, ob man Drogen nimmt, ob man Alkohol nimmt, ob man 20 ist oder ob man 40 ist, ob man was in der Familie hat an Erkrankungen. Und all das wird natürlich auch beim Vater erfragt. Und das wird nachher alles dann mit den Blutergebnissen, da wird dann Beta-HCG zum Beispiel abgenommen und ein anderes Hormon noch. Und das wiederum wird dann alles noch mit dem Kind zusammengewürfelt. Also das heißt, wie sieht das Kind aus? Sind die Organe in Ordnung? Was sagt der Nacken? Was sagt die Nase? Und dann wird einfach nur eine Prozentzahl ausgerechnet. Das heißt, das Kind könnte zu 10%, 20%, 1%, 90% krank sein. Und dann kann man erst weitere Untersuchungen machen. Also das erste Screening sagt nicht allein, okay, das Kind ist todkrank. So, das Kind hat Trisomie 13, das Kind hat Trisomie 18 oder das Kind hat Trisomie 21. Das sagt das erste Screening nicht, sondern es sagt einfach nur, das Kind könnte zu 10% an den oder den Krankheiten leiden. So, bei uns, wie gesagt, der letzte Satz der Ärztin, sie schließt alles aus, einfach weil das Kind von der Entwicklung sehr, sehr gut ist und die Organe wirklich sehr, sehr gut aussehen. Und ich ja auch topfit bin mit meinen 20 Jahren und ohne Rauchen, ohne Alkohol, ohne Drogen. Also alles in Ordnung. Genau. Wie gesagt, wollte sie mich jetzt noch die Woche anrufen. Und dann werden wir auch die Laborergebnisse erfahren. Das erste Screening hat mich übrigens jetzt mit Labor 186 Euro gekostet. Das ist bei jedem unterschiedlich. Das kann auch, zum Beispiel bei meiner Schwester, hätte es 400 Euro gekostet. Also es variiert sehr stark von Praxis zu Praxis. Manche Praxen machen das auch nicht direkt bei sich selber, weil dieses große Gerät, was man dafür braucht, haben auch nicht alle. Und dementsprechend kann man da eventuell auch an eine andere Praxis weitergeleitet werden. So, jetzt wollte ich euch noch ganz kurz meine neue Mutterpasshülle zeigen, obwohl da nicht so viel Spannendes drinsteht jetzt zum ersten Screening. Wir haben die Bilder nämlich auch alle auf einer CD bekommen, so wie bei Lia damals. Genau, einfach auf einer CD. Die haben wir auch alle schon runtergeladen. Genau, hier ist noch das von Lia damals, da habe ich das auch aufgeschrieben. Da waren wir am 18.09. bei 13 plus 0. Und dann haben wir auch noch eine CD bei Lia, vom zweiten Screening, das Organscreening. Das ist ja umsonst, glaube ich. Das macht man um die 22. Woche rum. Und genau, da hat sie gesagt, da schauen wir dann auch nochmal bei dem Kind ganz genau, weil man da eben auch noch sehr, sehr viel mehr sieht, weil das Kind einfach viel größer ist, aber dann mit dem gleichen Gerät und dann, weil das Gerät wirklich sehr, sehr stark ranzoomt, sieht man einfach unglaublich viel vom Kind. Und bei Lia damals haben wir Sachen gesehen. Oh mein Gott, das war so schön. Genau, jetzt wollte ich auch, wie gesagt, noch meine Mutterpasshülle zeigen. Die habe ich mir neu bestellt. Die ist aus Filz in so einem Beige und ich habe mir das hier vorne so draufsticken lassen. Und hier haben wir noch so drei Kugeln mit so einem coolen Band hier. Und dann sieht das ja so aus hier. Also ja, ich bin voll verliebt und die beim Frauenarzt waren auch voll begeistert. Genau, ich habe euch ja schon gesagt, dass ich mir eine neue bestellt habe, einfach weil
das zwar der gleiche Mutterpass ist, aber ich dennoch so ein klein, etwas kleines Neues haben wollte für den zweiten Zwerg. Und ich habe mich da auch hier etwas für etwas entschieden, was für mich passend ist und nicht was richtig Baby-like ist, sondern das folgt dann nachher bei der U-Hefthülle sowie bei Lia. Aber ich habe mich hier eben für etwas Schlichtes, auch Weibliches entschieden. Einfach, weil es mein Pass ist und nicht der von meinem Kind, sondern es ist eben ein Mutterpass. Ja, mein Lieben, und das war es dann auch schon tatsächlich. Das war alles, was ich euch noch so erzählen wollte von diesem wunderschönen Tag. Wie gesagt, ich bin absolut geflasht. Zum Geschlecht, das werden wir euch verraten, wenn es zu 100% bzw. zu 1000% feststeht, so wie bei Lia damals, dann werdet ihr es erfahren. In der Familie habe ich meine Tendenz schon ein bisschen geäußert, das heißt, meine Eltern wissen es und Felix sowie meine Schwestern. Die Tendenz heißt aber im Moment 30% oder 40% dementsprechend. Oder beziehungsweise, es gibt ja nur 50-50. Also ich denke mal so 70% steht meine Tendenz. Also es kann sich noch alles entwickeln und wir sind ja gespannt, was Ende Februar rauskommt. Und dann werdet ihr vielleicht sogar schon das Geschlecht erfahren. So, jetzt bin ich aber völlig aus der Puste. Ich wünsche euch einen schönen Tag und dann bis zum nächsten Mal. Tschüssi!